schlag den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Ins Bett! Doch alles noch schlimm für den kleinen Tim, die Zauberfische helfen ihm. Und das Buch aus Tanzerei ist er sorgenfrei, die Eltern helfen ihm. Yeah, yeah, yeah. Kosmo und Wander. Schweben mit Stäben. Von Krötchen umgeben. Yeah, Kosmo, Kosmo und Wander. Kolossal, genial für Madrid. Völlefanz, Gummigans, grüne Hecht, Früchtecake, Schlangenblick, Tortenschreck, Frankenfutsch, Schokomorsch. Hey, Kosmo, Kosmo und Wander. Und du was aus, mach dir nichts raus. Die zaubern dich heraus. Na klar. Aber Mom, ich verstehe nicht, warum ich in die Wanne muss. Du verstehst es nicht, weil du dich vor Dreck nicht siehst. Ah! Viel Spaß beim Baden. Heißt das, ihr bleibt nicht hier, um zu sehen, dass ich auch wirklich bade? Timmy, nein. Du bist 10 und damit alt genug, allein in einer Wanne voll Wasser zu sitzen. Außerdem vertrauen wir dir natürlich. Du hast noch 11 Minuten. Wie gut, dass ich mein King Crimson Heft mitgenommen habe, um mir die Zeit zu vertreiben. Oh nein! Ist was passiert, Timmy? Außer, dass wir in dieser Brühe schwimmen müssen. Das hier ist der alte Comic vom letzten Monat. Der, wo er Kinzinetti vor H2 Ulga rettet. H2 Ulga? In ihr staunen sich Wasser und Bosheit. Egal, wie soll ich mich in der Badewanne entspannen, wenn ich nur den Comic vom letzten Monat habe? Ich brauche den neuen. Ja, ich wünsche mich in einen Comicladen. Was ist mit deinen Eltern? Ich glaube, die lesen keine Comics. Ich bin einfach wieder da, bevor sie was merken. Cool, ich bin in einem Comicladen. Nicht cool, ich bin nackt in einem Comicladen. Ah! Habe ich da gerade richtig gehört? War das nicht der Schrei vom nackten Riesen? Vielleicht bekommen wir von ihm ein nacktes Autogramm. Ah! Wie im Comic, super nackt Speed. Tja, und was machen wir jetzt? Mal sehen, wer von uns beiden länger tauchen kann. Du bist doch ein Fisch. Du musst die Luft gar nicht anhalten. Oh. Charles, ich bin dir so dankbar, dass du heute Nachmittag auf meine Nichte aufpasst. Ist mir ein Vergnügen, Beverly Boulevard, Reporterin des Blabla-Anzeigers ohne Superkräfte. Ich hoffe eben immer, wenn ich besonders nett zu dir bin, dass du dich unsterblich in mich verliebst. Einen einfühlsamen Mann.